willkommen bei mir zu Hause. Ich habe mal wieder gepanscht, aber ich glaube, das war das letzte Mal. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Als ich meinen Lama hier hinten gepanscht habe, da habe ich noch so viel Wolle übrig gehabt und ich habe ja damals schon gesagt, also ich habe schon etwas Blut geleckt und möchte das gerne nochmal ausprobieren, am liebsten mit einem eigenen Design und wollte halt auch die Wolle aufbrauchen. Also habe ich mir nur neuen Stoff gekauft und da habe ich diesen wunderschönen gelben Stoff gefunden und der ließ sich wirklich einfacher punchen und ist auch gut verarbeitet. Ich packe euch den Link mal unter das Video in die Infobox. Und nicht nur, dass die gelbe Farbe wunderschön ist, das Tolle dabei ist halt, ich muss nicht flächendeckend alles punchen, sondern die gelbe Farbe ist ja auch schon ein Design oder ein Deko-Element. Plus, dass die gelbe Farbe hier in meinem Regenbogen wieder erscheint und die Wolle natürlich auch noch hier in meinem Lama drin ist. Das heißt, das ist so ein kleines Konzept. Ich habe mich ziemlich schnell für Kreise entschieden, weil ich mir gedacht habe, das geht am einfachsten und ich wollte halt auch mit verschiedenen Höhen und mal von oben und von unten punchen. Also ich wollte damit ein bisschen spielen und das Ergebnis finde ich wirklich super. Allerdings habe ich auch hier wieder einige Stolpersteine gehabt. Also es ist kein so schönes Erlebnis. Also wenn ich mir vorstelle, als ich mit dem Sticken angefangen habe, allein das Sticken fand ich unheimlich beruhigend. Man sieht die Ergebnisse und es ging halt einfach. Hier mit dem Punchen ist wirklich so, die Nadel bleibt manchmal hängen. Der Stoff zieht sich so oft aus dem Stickrahmen raus. Also ich denke, wenn man das wirklich machen möchte, weil die Ergebnisse sind wunderschön, man kann damit so tolle Sachen machen, dann muss man sich wirklich gutes Material kaufen. Also ein super Rahmen und auch eine etwas teurere, qualitativ bessere Punchnadel. Weil wenn man das richtige Werkzeug hat, dann denke ich, funktioniert das. Aber wenn man jetzt nur mal ausprobieren möchte, ob das für einen was ist, da dann halt schon so viel Geld zu investieren, ich weiß nicht so recht. Also ich habe die zwei Werke geschafft. Ich finde, sie sind auch super schön geworden. Ich habe meine Wolle fast aufgebraucht. Also nun reicht es mir und meine Dekowand ist fertig. Ich habe mich während des Punchens ab und an umentschieden. Ich wollte erst die Schlaufen, nee, dann doch von der anderen Seite. Dann habe ich nochmal aufgemacht. Also das war diesmal ein ziemlich umentscheidungsfreudiger Prozess. Aber ich habe das Komplette, also mit dem Kreise aufmalen, mit dem Umentscheiden, mit nochmal aufmachen. Ich habe knappe 3 Stunden dafür gebraucht mit dem Drehen. Also das war jetzt wirklich nicht so wild. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt doch dem Video einfach einen Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ich möchte ja meine Restwolle vom Lama-Sticken aufbrauchen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, also hier drunter ist das Muster, was ich mir aufgezeichnet habe, die ganzen Kreise. Der große Kreis wird schwarz, da habe ich nämlich noch etwas Wolle von. Dann mache ich hier das Beige, Weiß und hier das Milierte. Und ich werde kreisförmig nun punchen, von außen nach innen, weil wenn mir zum Beispiel eine Farbe doch ausgeht, kann ich dann innen drin noch mit einer anderen Farbe einen kleinen Kreis noch mit punchen. Dann sieht es so aus, als ob es gewollt ist und nicht, dass mir die Wolle ausgegangen ist. Ja, dann lege ich mal los. Ich habe mir ja diesmal Meterware bestellt. Der ist nur hier an den Rändern gekettelt. Und da sieht man wirklich, wie stark der hier an der Schnittkante ausfranst. Deswegen habe ich den auch sehr großzügig zugeschnitten. Also in den Stoff hier lässt sich wirklich sehr
leicht reinpanschen. Da geht die Nadel super schön durch, ohne großen Widerstand. Ich bin nun mit der ersten Runde fertig und gehe nun spiralförmig immer weiter nach innen durch. So, der Plan war eigentlich ein anderer. Ich habe mir an meiner Nadel die kleinste Schlaufenlänge eingestellt. Also hier die Nadel ist sehr kurz, weil ich gerne direkt auf der Seite, also von der ich punche, die wollte ich als Außenseite nehmen. Nun seht ihr aber hier, da bin ich nicht ganz so gleichmäßig geworden. Und dann habe ich mir das von der Seite angeguckt und habe gesagt, wow, das gefällt mir aber gut, also nehme ich jetzt die Seite. Hier sind nur so ein paar Fäden von dem Stoff. Wenn die Nadel wirklich mal ganz ungünstig hier in diese Zwischenräume reintrifft, die schneide ich mir aber dann mit der Schere einfach ab. Und noch ein Tipp für euch, spannt euch euer Punchwerk in einen kleinen Rahmen ein. Das habt ihr besser in der Hand. Also hier, das ist schon manchmal wirklich blöd, dann muss man das ja auch immer wieder spannen. Ich habe keinen kleinen mehr. Ich habe meine kleinen alle an der Wand hängen. Das heißt, ich lasse das nun hier drinne. Ich habe ja noch schwarz und mache hier den Rest noch zu. Und hier bei der hellen Wolle habe ich mich nun für die andere Seite entschieden. Hier seht ihr, wie das aussieht bei der hellen Wolle. Das sind die Schlaufen. Und von der Seite habe ich reingepanscht und da finde ich das hier viel, viel schöner. Ich hatte es erst andersrum gemacht, fand das aber nicht schön und habe mich dann umentschieden, habe nochmal alles aufgemacht. Also manches entsteht tatsächlich erst, wenn man es ein bisschen gemacht hat, das Werk, um dann zu sehen, ob das wirklich schön aussieht oder nicht. Ja, jetzt noch die melierte Wolle und die weiße Wolle. Und ich habe mir da auch hier hinten schon überall Kreise angezeichnet gehabt. Aber ich probiere nun erstmal aus, ob ich die Schlaufen sehen will oder aber hier das und wie groß ich das dann mache. Ich probiere jetzt erstmal. Was wirklich am schlimmsten ist, ist, ich weiß nicht, ob es an dem Stoff liegt oder an dem Rahmen, aber seht ihr, wie locker der Stoff hier drin ist. Dadurch ist das Punchen, das erschwert das. Ich ziehe mir den Stoff dann immer hier so etwas hin, aber der lockert sich bei jedem Stich hier in den Stoff, lockert sich der und rutscht auch ganz leicht einfach raus, egal wie fest ich das hier oben drehe. Bei meiner letzten Farbe habe ich mich dafür entschieden, die Nadel länger zu machen. Also die anderen drei Kreise habe ich alle auf der kleinsten Einstellung gepanscht und hier habe ich die eine Stufe längere genommen. Also das war bei mir Nummer C und habe auch von der Unterseite gepanscht, damit man hier oben halt die Schlaufen sieht. Und ich muss sagen, es war viel, viel einfacher, in den Stoff reinzukommen und auch hat sich der Stoff nicht so aus dem Rahmen gezogen. Das heißt, jetzt, wo die Nadel etwas länger war, habe ich nicht mehr so viel Druck auf den Stoff ausgeübt. Und ich finde auch, das hier sieht von der Seite wunderschön aus und auch hier von der Seite alles gleichmäßig, wo ich mich bei denen hier etwas mehr anstrengen musste, als ich das in Stufe D, also auf der kleinsten Nadel gemacht habe. Also wahrscheinlich ist es besser, wenn man eine nicht zu kleine Nadel nimmt. Gut, jetzt werde ich hier hinten wieder Kleber drauf machen, um das etwas zu versiegeln, trocknen lassen. Und dann kann ich es schon einspannen und aufhängen. Und hier seht ihr mal, wie viele Fäden aus meinem Stoff rausgekommen sind. Also das hat sich hier beim Punchen immer leicht aufgerippelt, weil man das ja immer wieder dreht. Und ja, so sehr franzt der Stoff aus. Aus meinem Stickstarter-Set, was ich mir hierfür bestellt habe, da habe ich noch zwei Rahmen übrig. Die möchte ich nicht unbedingt in der Ecke liegen lassen. Also vielleicht entscheide ich mich doch nochmal, ein dekoratives Wanddesign zu gestalten, aber dann wahrscheinlich wieder mit Sticken und nicht mit Punchen. Wenn ihr noch ein paar andere Inspirationen braucht, könnt ihr auch gerne nochmal hier in die Videos reinschauen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.